Hallo Seekräuter, willkommen zur nächsten Ausgabe der Schiffseinweisung. Wir haben einen schönen Dampfer hier im Hafen stehen, nämlich den T7 Premiumkreuzer der Sowjetunion, die Laso. Vor kurzem erst ins Spiel gekommen und ja, man kann gar nicht so viel Geschichtliche zu dem Dampfer erzählen. Es ist ein Projekt 68 Kreuzer der Sverdlov-Klasse und davon haben wir ja schon ein paar Schiffe im Spiel. Das ist nämlich zum Beispiel die Michail Kutuzov, die Irian, die Tschapajew. Diese Dampfer gehören alle dazu. Es gab noch in der Realität 14 Stück, die gebaut wurden, alle in verschiedenen Ausführungen, da dieses Projekt 68 ständig weiterentwickelt wurde. Da gab es dann U- und B-Versionen und keine Ahnung, was noch alles. Also hier haben wir eine sehr frühe Version der 68er, des 68er Projekts. Das gibt nämlich schon Unterschiede. Aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten und genau das wollen wir jetzt in diesem Video mit euch gemeinsam erarbeiten. Es wird später im Verlauf des Videos noch Gameplay geben, was wir euch zeigen wollen. Und wir fangen jetzt erstmal direkt an mit der Überlebensfähigkeit des Schiffes. Die hat die Laso, die hat nämlich 36.300 Punkte und die Tschapajew hat da 700 Punkte mehr. Da gibt es also schon mal doch einen kleinen Unterschied. Beide Schiffe haben keine Torpedoschadensverringerung, ist meist so bei leichten Kreuzern, die haben doch meistens eine sehr geringe oder gar keine Torpedoschadensverringerung. Gucken wir uns ganz kurz die Panzerungsanordnung an. Da ist die Zitadelle schon eingeblendet. Hier deutlich über Wasser, kann man gut sehen. Wir haben hier 100 mm an der Seite. Das generelle Panzerungslayout sieht aus wie bei der Tschapajew 1:1 übernommen. Wir haben hier 120 mm vorne und in der Zitadelle querab 100 mm und obendrauf dann nochmal 50. Und wenn wir uns dann langsam wieder anziehen, dann haben wir hier nochmal 16. Dann gibt es bei den Aufbauten ringsherum 13 mm. Und hier vorne haben wir wieder 16 mm. Das bedeutet, dass wir hier eine Overmatch-Chance schon bei 229 mm haben. Das heißt, eine Scharnhorst, die euer potenzieller Gegner sein kann, hier auf jeden Fall schon ohne Probleme durch eure Panzerung durchkommt, egal aus welchem Winkel sie schießt. So viel schon zur Panzerung. Ist ein leichter Kreuzer. Ihr seid kein Schiff, was nach vorne fährt. Haltet euch im Gefecht erstmal eher zurück. Im weiteren Verlauf kann man ja dann sehen, da kann man besser einschätzen, welche Gegner man hat und so weiter. Spitz hält das Schiffchen doch ein bisschen was aus. Wenn ihr unter Beschuss seid, lasst euch wieder zugehen und zeigt keine Breitseite. So. Dann gehen wir jetzt zum Gameplay über und ich erzähle euch ein bisschen weiter was zur Artillerie. Wir haben vier Türme, 152 mm in jeweils drei Rohren pro Turm und diese ganzen Geschosse, Granaten, alles was da so rumfliegt, ist komplett identisch mit der Tschapajew, außer die Nachladezeit. Da haben wir nämlich hier eine Sekunde länger bei der Laso. Irgendwo muss T7 sich ja auswirken, dass das gebalanced ist ein bisschen. Also hier brauchen wir eine Sekunde länger, dass wir nachgeladen haben. Das ist bei der Tschapajew auf jeden Fall geringer, alles andere ist komplett ident. Die Feuerreichweite, der AP-Schaden, der Sprenggranatenschaden etc. pp. Prinzipiell ist es hier zu empfehlen, IFAE auf jeden Fall mit drauf zu skillen. So erreicht ihr eine Panzerungspenetration von 32 mm und habt dann auch eine gute Chance gegen höhere Tierstufen, da vernünftige Wirkungstreffer mit euren Sprenggranaten zu erzielen. Gerade wenn ihr auf große Distanz schießt, dann ist das unbedingt erforderlich, auch HE zu benutzen. Das werdet ihr sowieso hauptsächlich wahrscheinlich benutzen. Erst auf nähere Distanzen wird sich AP lohnen. Dann machen wir weiter mit den AP-Granaten. Wir haben da 0 bis 30 Grad garantierte Abpraller. Von 30,1 Grad bis 45 Grad haben wir die Chance auf Abpraller. Das heißt, ihr habt Standardwinkel. Ihr habt keine verbesserten Einschlagwinkel oder irgendwie sowas. Das ist alles leider nicht verbessert in dem Sinn. Richtig. Was man hier richtig positiv nochmal hervorheben kann, ist die Granatengeschwindigkeit mit 950 Meter für beide Granatentypen. Ihr müsst euch also nicht umstellen, ob ihr AP oder HE schießt. Es ist sehr, sehr leicht damit zu zielen, also relativ leicht zumindest, besser als wenn man ganz langen Bogen hat. Weil darauf muss man sich ja dann auch immer einstellen. Welche Penetrationsfähigkeit hat die AP-Granate? Wenn wir hier auf 20,8 Kilometer weit schießen, und das können wir mit diesem Schiff, nämlich mit dem Aufklärungsflugzeug, dann durchschlagt ihr 75 mm mit der AP-Munition. Bei 17,3 sind es 84, bei 10 Kilometer sind es 142 mm und bei 5 könnt ihr sogar 219 mm mit eurer AP-Munition durchschlagen. 100 mm ist ja die Zitadellenpanzerung der Laso. Die durchschlagt ihr mit eurer eigenen Munition.
mit 14,4 Kilometern. Das heißt, habt ihr also eine Laso, eine Tschapajew, eine Michael Kutuzovs und so eine Schiffe gegen euch, dann müsst ihr, dann könnt ihr euch schon mal gleich merken, alles klar, ab 14,4 Kilometer bin ich stark gefährdet für Zitadellen. Ja, gerade weil die Schiffe ja auch relativ viele Mumpel dann in der Luft haben, also 12 Mumpel, da bleiben mal schnell ein paar mehr Zitadellen hängen. Zur AP-Munition kann man sonst noch sagen, dass sie mindestens 25 mm Panzerung durchschlagen muss, bevor der Zündverzögerer aktiviert wird und der braucht dann 0,025 Sekunden, bis die Granate detoniert. Gut, dann kommen wir schon zu den Torpedos. Ihr habt hier zwei Werfer, einen links, einen rechts, jeweils drei Torpedos drin, 533 mm und die haben ganz ordentlichen Schaden mit 17.900. Die Reichweite ist allerdings hier das Problem. Wir haben nur 4 km Torpedoreichweite. Das ist auch identisch mit der Tschapajew und eigentlich alle Werte. Also die Drehzeit, die Erkennbarkeit zur See, alles, das komplette Programm ist Tschapajew-Programm. Torpedogeschwindigkeit 65 Knoten. Das ist ganz annehmbar und sorgt für, ja, dafür, dass der Gegner nicht mehr viel gegen eure Torpedos machen kann, wenn ihr erst in seiner Range seid. So muss man das ja sagen. So, dann geht's weiter zur Flugabwehr. Und das ist ein großes Problem bei der Laso. Die hat zwar Kurz-, Mittel- und Langstrecken-Flugabwehr, aber die Werte sind verdammt gering. Ja? Also bis 900 Meter machen wir 83 Schaden pro Sekunde bei 79% Trefferwahrscheinlichkeit. Dann geht es bei der Mittelstreckenflugabwehr weiter mit 3 Explosionen und dann haben wir 93 Schaden kontinuierlich pro Sekunde bei 83% und das geht dann bis 3,5 Kilometer hoch und ab 3,5 bis 5,8 gibt es dann nochmal eine Langstreckenflugabwehr, die macht 96 Schaden pro Sekunde, 2 Explosionen und ja, das war's schon. Da ist die Tschapajew deutlich besser, auch wenn sie nur zwei verschiedene Flugabwehrvarianten hat, nämlich Mittelstrecke und Langstrecke, die Kurzstrecke fehlt bei ihr. Nichtsdestotrotz sind da die Werte einfach ein Vielfaches höher, gerade weil sie einfach ganz andere Flakbewaffnungen bekommen hat, beziehungsweise einfach mehr von allem. So muss man das ja ausdrücken. Sonst die Verstärkung für das Flugabwehrsektors, die Zeit zur Verstärkung und die Zeit für den Sektorwechsel sind komplett ident mit jeweils 10 Sekunden und das ist auch bei der Tschapajew so. Dann geht's rüber zur Manövrierbarkeit, da gibt's gar nichts Neues zu sorgen. Wir haben hier 33,5 Knoten, 890 Meter Wendekreis, 9,7 Sekunden, das kann man nachher schön runterskillen und ist soweit auch ja, nichts Neues. Das ist so ein typischer Wert für leichte Kreuzer. Weiter geht's mit der Verborgenheit. Wir sind hier standardmäßig bei 13,2 Kilometer sichtbar. Der Vorteil der Laso ist, die hat zwar eine schlechte Flak, aber dafür ist sie auch deutlich später aus der Luft zu erkennen. Nämlich erst bei 6,4 Kilometer, bei der Tschapajew sind es 7,2. Und das, wenn ihr im Nebel steht und daraus schießt, wenn ihr denn mal einen Nebel nutzen könnt, weil die Laso keinen eigenen hat, geht ihr 6,7 Kilometer weit auf. Jetzt kommen wir zu den Modulen. Also zu den zur Munition und Verbrauchsmaterial zuerst. Ihr habt ein unbegrenzt einsetzbare Chance-Begrenzungsteam. 5 Sekunden aktiv, 60 Sekunden ist die Ladezeit, also üblich. Ich würde euch hier wie immer das Premium-Verbrauchsmaterial ans Herz legen, da ihr ein Premium-Schiff fahrt. In Slot 2 könnt ihr dann wählen. Und zwar zwischen defensivem Flakfeuer oder hydroakustischer Suche. Defensive Flakfeuer hilft euch sicherlich, mehr Schaden gegen Flugzeuge zu machen. Ist so ein bisschen auch Geschmackssache. Ihr seid typischerweise mit der Laso eher weiter hinten, also vielleicht sogar separiert von der Truppe. Da wird euch defensive Flakfeuer eher helfen als die hydroakustische Suche. Aber wie gesagt, auch da gibt es eben eine vernünftige Variante von der Hydroakustik. 3 Kilometer werden die Torps vorher aufgeklärt, die Ordnung von Schiffen 4 Kilometer. Ihr habt das Ding 100 Sekunden aktiv, 2 respektive 3 Ladungen. Und ja, die Ladezeit beträgt 180 beim Standardverbrauchsmaterial, 120 beim Premiumverbrauchsmaterial. Beim defensiven Flakfeuer ist es auch wieder so, 40 Sekunden ist das Verbrauchsmaterial aktiv, Ladezeit dauert dann 120 respektive 80 Sekunden und dann habt ihr eben 2 Ladungen respektive 3 Ladungen. Und jetzt kommen wir zu einer großen Besonderheit. Und zwar das Aufklärungsflugzeug, was richtig genial ist. Die Batteriefeuerreichweite wird um 20% erhöht. Das heißt, ihr kommt auf 20,8 Kilometer als T7-Schiff. Das ist schon richtig wuhu. Dann geht es weiter. Die Wirkungsdauer ist 60 Sekunden lang und ihr habt nur 15 Sekunden Abklingzeit beim Standardverbrauchsmaterial und 4 Aufladungen.
Und wenn ihr das Premium-Verbrauchsmaterial nehmt, dann ist alles gleich, nur die Ladezeit dauert sogar nur 10 Sekunden und ihr habt 5 Ladungen davon. Das heißt, ihr schießt eine Minute lang, müsst 10 Sekunden warten, könnt euch vielleicht sogar leicht umpositionieren, drückt wieder rauf und könnt wieder weiterballern. Mit dem Inspekteur wären wir dann nachher sogar bei 6 Ladungen und ich habe schon einige Gefechte gehabt, wo ich immer wieder dieses Verbrauchsmaterial wirklich komplett aufgebraucht habe. Das ist wirklich genial, weil ihr dann teilweise auch über Berge rüber gucken und schießen könnt. Ein tolles Tool, um einfach mehr Schaden zu machen. So, dann kommen wir zu den Verbesserungen. In Slot 1 baut ihr ein. Die Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Ist sicherlich die sicherste und normalste Wahl. Solltet ihr aber eine Aufklärungsflugzeugmodifikation 1 haben, dann würde ich euch das empfehlen, weil ihr das nämlich die Flugzeit des Aufklärungsflugzeugs um 30% verlängert und ihr dann 1 Minute 20 für jedes Aufklärungsflugzeug habt. Und das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Also, wie gesagt, ich würde euch das durchaus empfehlen. Das macht Sinn, die Sache zu. In Slot 2 gibt es dann das Schadensbegrenzungsteam. Die Antriebsmodifikation oder das Steuergetriebe. Ich persönlich möchte euch empfehlen, die Steuergetriebemodifikation hier einzubauen. Das war das Einzige, was bei mir ausfallen konnte, wenn ich von hinten beschossen wurde. Ich habe keine Antriebsausfälle gehabt oder ähnliches. Auch ist die Laso jetzt nicht übermäßig brandgefährdet. Wenn ich persönlich, sie ist auch relativ weit hier hinten und wenn ihr anvisiert werdet, dann dreht ihr eben ab oder nutzt die Zeit, bis die Granaten da sind, solche Sachen. Das Steuergetriebe würde ich hier euch empfehlen und damit nochmal die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass ihr halt bewegungsunfähig seid, weil das ist für die Laso immer der Tod. Dann gibt es in Slot 3 für mich hier ganz klar die Zielsystemmodifikation, um einfach nochmal genauer zu schießen. Und in Slot 4 würde ich euch empfehlen, hier die Steuergetriebemodifikation 2 einzubauen, um Beschuss schneller ausweichen zu können. Alternativ könnt ihr natürlich die Dauer der Brände und der Flutung reduzieren. Die beiden Varianten machen eigentlich am meisten Sinn. Die Antriebsmodifikation, ihr solltet mit dem Schiff nicht stehen in der Regel. Ja? Also gerade wenn ihr gegen viele Schiffe außer Distanz kämpft, offen seid, nicht hinter Inseln steht, also hinter Inseln Deckung suchen könnt, solche Sachen, steht ihr in der Regel nicht. Das Anfahren mit dem Dampfer ist ganz in Ordnung, das fühlt sich jetzt nicht super schlecht an. Ich habe mich hier für die Steuergetriebemodifikation entschieden. Und kann somit dann eben die Ruderstellzeit auf 7,7 Sekunden runterdrücken. So, jetzt sind wir da schon durch. Und der nächste Punkt ist dann die Tarnung. Ihr kriegt nämlich eine nette Tarnung dazu, die auch richtig angenehm aussieht, kann man sagen. Mal ein bisschen anders auch. Und das hat dann die üblichen Werte, Typ 10 Laso, Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Feindgranaten um 4% erhöht. Das sind die Standardwerte. Und dann haben wir Schiffswartungskosten um 10% reduziert und die EP, die ihr pro Gefecht bekommt, um 50% erhöht. Machen wir hier mal auf automatisch aktiviert gleich. Und dann geht es weiter mit den Signalen. Welche Signale sind hier dann sinnvoll? In Verbindung mit dem defensiven Flakfeuer könnte November Echo Set 7, das ist aber jetzt nicht unbedingt die allererste sinnvollste Skillung, aber ja, durchaus sehr hilfreich sein. Dann geht's weiter. Ihr wollt oder ihr werdet nachher IFAE skillen und darum müsst ihr zusehen, dass ihr diese Sachen ausgeglichen bekommt. Wir haben 152 mm, wir kriegen 0,5% Brandwahrscheinlichkeit gut geschrieben. Das heißt hier India X-Ray rein und dann Victor Lima rein. Das heißt 1% haben wir schon wieder gewonnen. Dann würde ich euch hier ganz deutlich unten empfehlen, India Yankee Brandbekämpfungszeit reduzieren. Dann die Reparaturdauer des Wassereinbruchs um 20%, dass das halt schneller geht. Dann natürlich Sierra Mike. Ja, und zu guter Letzt hier November Foxtrot. Außerdem kann man hier noch in Betracht ziehen, dass Juliet Charlie ja auch eine sinnvolle Skillung sein kann, gerade weil die Panzerung hier ja ein typischer leichter Kreuzer ist. Und so hat man dann alle 8 Signalflaggen für den Kampf untergebracht. Und dann geht's weiter mit dem Kapitän. Der Kapitän ist dann hier mein Alexander Ovechkin. Den habe ich auf der Chapaev eingesetzt. Er ist ein Ticken anders geskillt, als ich es euch jetzt empfehlen werde. Wenn ihr 10 Skillpunkte habt, würde ich meinen, ja, erstmal vorrangiges Ziel, weil ihr braucht ein Gefühl dafür, ob ihr anvisiert seid oder nicht und ob ihr manövrieren müsst oder nicht. Erster Punkt.
Zweiter Punkt geht hier meiner Meinung nach auf den Adrenalinrausch. Den solltet ihr auf jeden Fall mit reinskillen, damit ihr von Beschädigung von eurem Schiff profitiert in Sachen Ladezeit. Und so sind dann halt auch mal schnell Ladezeiten um die 8 oder noch weniger Sekunden drin. Wenn ihr dann nachher kurz vorm Tod seid, ist es sicherlich nicht gerade besonders angenehm, damit zu fahren. Aber ihr habt wenigstens noch einen Vorteil, mehr Schaden machen zu können. In der dritten Reihe würde ich euch zuerst den Sprengmeister empfehlen, wenn ihr vorne die Premium-Verbrauchsmaterialien eingesetzt habt. Einfach um die 2% mehr Brandwahrscheinlichkeit rauszuholen. Und ihr seid jetzt theoretisch bei 15%. Und in der vierten Reihe empfehle ich euch nicht zuerst den Tarnungsmeister, dadurch, dass ihr ein Distanzschiff seid und sowieso immer große Distanz zum Gegner haltet und ihr geht 13,2 Kilometer weit auf, ihr habt eine Tarnung drauf, das heißt, die nimmt ja schon mal ein bisschen was runter. Ich würde zuerst IFAE hier skillen, mehr Schaden ist mehr Geld, mehr Erfahrung und so weiter. Die üblichen Sachen sage ich jetzt einfach mal. Und es ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn ihr lieber auf Sicherheit fahrt, ist Tarnungsmeister sicherlich nicht verkehrt. Aber wenn ihr ein bisschen was riskiert und ein bisschen euch vertraut gemacht habt mit dem Schiff, und das sollte eigentlich relativ zügig gehen, ist IFAE die bessere Wahl. Sorgt für einfach mehr Schaden, was übrig bleibt. Und das habt ihr vorher auch schon mit dem Skillenwein Sprengmeister und mit den Signalflaggen dann ausgeglichen. Als nächsten Punkt, wenn ihr dann mehr als 10 Skillpunkte zur Verfügung habt, baut ihr hier unten eben das rein, was ihr nicht geskillt habt, entweder Tarnungsmeister oder IFAE. Und dann geht es hier hoch. Dann haben wir ja schon 14 Punkte vergeben. Elite-Schütze kann durchaus sinnvoll sein, um die Türme schneller von links nach rechts zu bekommen. Dann hätten wir jetzt schon 16 Punkte. Dann kann man hier oben noch die präventiven Maßnahmen empfehlen, weil es eben ein leichter Kreuzer ist, der schnell mal Probleme hat. Oder ihr baut hier unten gleich den Inspekteur mit ein. Dann seid ihr nämlich schon bei 19 Punkten. Dann nehmt ihr hier oben präventive Maßnahmen. Könnt ihr euch hier unten nochmal überlegen, ob ihr vielleicht noch irgendetwas an sinnvollen Sachen hier einsetzen wollt. Man könnte auch, um nicht vorne im Ruder diese Steuergetriebe-Geschichte zu nehmen in Modul 2, hier mit letzter Anstrengung sich überlegen und dafür dann eben doch eher auf die Brandwahrscheinlichkeit, also hier, was ich meine, damit das auch leichter zu erklären ist, hier ist dieser Slot, das könnte man dann hier auf die Schadensbremse Systemmodifikation umsetzen, wenn man dafür beim Kapitän hier in dem hinteren Bereich hier mit letzter Anstrengung drin hat. Das ist dann wieder, das obliegt dann wieder euch, wie ihr euer Schiffchen gerne spielen wollt. Wie gesagt, es ist jetzt, das ist eher schon so ein Nischending, ne? Das muss man schon sagen. Aber in der Beziehung, ja, kann ich euch da trotzdem mindestens mal nahelegen, euch das zu überlegen. So, und das war's schon mit dem Kapitänskill, mit den Modulen, mit allem, was man so in dieses Schiffchen einbauen sollte. Und dann kommen wir schon zum Pro und Contra. Das größte Pro bei diesem Dampfer ist, dass man die Kapitäne von den russischen Schiffen eigentlich ohne Probleme hin und her ziehen kann. Man hat auf der Kutusow und auf der Chapaev einen ähnlich geskillten Kapitän, den man einfach hier rüberziehen kann, um ihn weiter auszubilden. Das fühlt sich an wie so ein T8-Dampfer auf T7, so kann man das sagen. Also ja, eine ziemlich coole Geschichte. Die Reichweite ist einfach ultimativ. 17,3 Kilometer ohne Aufklärungsflugzeug ist gut. Mit Aufklärungsflugzeug 20,8 Kilometer. Das alles in der Paarung mit AE bzw. IFAE-Granaten. Ein absoluter Hammer. Die kurze Nachladezeit des Spotfliegers, richtig cool. Und ja, die relativ hohe Brandwahrscheinlichkeit. Wenn ihr alle so geskillt habt, seid ihr halt immer noch am Ende hier bei 12%. Das ist genau der Ausgangswert. Ja, obwohl ihr jetzt einfach viel mehr Schaden machen könnt. Und ja, das ist wirklich cool. Ja. Die Wendigkeit ist so lala, das ist weder super positiv noch negativ. Das ist so, ja, man muss sich halt vernünftig positionieren, man muss ein Gefühl für diese Gefechtssituation entwickeln. Was natürlich nicht so gut ist, ist bei einem leichten Kreuzer wie immer die Panzerung. Ist sehr, sehr dünn, man hat ohne Probleme, hat man da mal schnell eine Zitadelle sitzen, wenn man nicht ganz aufpasst, man das nicht so ganz mitbekommt, dass man jetzt doch entdeckt ist oder ja, man frisst relativ schnell Schaden, wenn man eben nicht sich optimal platziert. Dann natürlich die kurze Torpedoreichweite und die, ja, doch recht schlechte Flak, auch mit dem defensiven Flakfeuer, ist das jetzt nicht so, dass man dann alles an Fliegern da vom Himmel holt. Gegen T6-Flieger geht das, ab T8 wird es schon relativ nervig, das muss man schon sagen. Und das war's eigentlich. Habe ich bereut, die Laso mir ausgewählt zu haben in der Waffenkammer? Definitiv nicht. Es ist ein sehr angenehmes Schiff. Auch wenn man die Kutusow schon hat und die Chapaev hat,
Wenn man diese Schiffe gerne fährt und gerne ein Schiff auf einer anderen Tierstufe nochmal hätte, um einfach eine Art Matchmaking zu haben, ist die Laso definitiv eine Empfehlung wert. Wer sagt, okay, Michael Kutuzov, schön, fein, nett, Rapaev, ja, auch okay, aber ist jetzt nicht so, der braucht die Laso jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Für Sammler, ja, da brauche ich nichts weiter zu sagen, wer Schiffe sammelt, der braucht natürlich auch die Laso. So kann man das sagen. Ja, so, nun hoffe ich, dass euch diese Schiffseinweisung ein bisschen Spaß gemacht hat, euch weitergeholfen hat, was ihr mit der Laso erwarten könntet, wie man sie fahren sollte. Und ja, wenn dem so ist, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, über ein Abonnement. Ihr könnt über dieses Video hinaus viele weitere Informationen bei uns bekommen, bei uns auf dem YouTube-Kanal, auf unserer Facebook-Seite, natürlich dann auch immer in Deutsche übersetzt, die ganzen englischen Artikel und so weiter. Also kann ich euch ans Herz legen, ist auch unten in der Beschreibung nochmal verlinkt. Und ich sage einfach jetzt, danke an euch für eure Zeit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf unserem Kanal. Haut rein, euer Seekreuz-Team, euer Marara. Ciao, ciao. Seekreuz.